Der Sprung ins Reich der Superzeitlupe begann mit der Suche nach den Motiven. Wir wollten sichtbar machen, was dem bloßen Auge entgeht. Ein Abenteuer, denn oft konnten wir ja nicht wissen, was uns erwartet. Was wir entdeckten, war ein Universum von atemberaubender Schönheit und voller unglaublicher Phänomene. Superschnelle Explosionen. Das erste Ziel im Visier unserer Highspeed-Kamera. Wir wollen die Schockwelle filmen, die bei der Detonation von Sprengstoff entsteht. Mit bis zu 10.000 Metern pro Sekunde ist sie 30 Mal schneller als der Schall. Eine Herausforderung. In Realgeschwindigkeit gefilmt sehen wir nur einen Feuerball. Mindestens 1000 Bilder pro Sekunde muss die Kamera registrieren, damit die Schockwelle wie eine gläserne Kuppel über dem Explosionsherd erscheint. Hochgeschwindigkeitskameras arbeiten im Prinzip wie das menschliche Auge. Sie bilden Bewegungen in Einzelbildern ab. Doch anders als unsere Sinne, die nur etwa 25 Bilder pro Sekunde verarbeiten, zeichnen sie bis zu 300.000 auf. Sie enthüllen fantastische Details, für die unsere Augen blind sind. Visuelle Informationen, die einer Aufnahme in Echtzeit fehlen, auch wenn sie nachträglich als digitale Zeitlupe abgespielt wird. Mit Kameras der Superlative und 40.000 Bildern pro Sekunde wollen wir die Wirkung von Schüssen sichtbar machen. Das Projektil erreicht mehr als 3.000 Kilometer pro Stunde und der Aufprall passiert im Bruchteil einer Sekunde. Ein ultrakurzer Moment, den wir minutenlang dehnen können. Lucy, die Honigbiene, machte uns richtig Angst. Mit bis zu 270 Flügelschlägen pro Sekunde war sie schneller wieder weg, als sich das Bild der Makrolinse scharfstellen ließ. Tiere, vor allem wenn sie klein sind, erfordern extrem viel Geduld. Sie müssen an Licht gewöhnt werden, wenn man sie in Superzeitlupe filmen will. Stunden vergehen, bis die Gottesanbeterin endlich zuschlägt. Je mehr Bilder und kürzer die Belichtungszeit, umso heller muss es sein. Dieser Drehtag hat das ganze Team eine schlaflose Nacht gekostet. Würde Sokrates, ein Wanderfalke, einen Highspeed-Flug in diesem Windkanal wagen? Arbeitsverweigerung ist das. Doch dann kann Sokrates gar nicht mehr genug bekommen. Und es kommt noch besser. Auch Susi, ein Uhu, macht die Flugshow mit. Selten gab es bei Dreharbeiten mehr Spaß. Ein gewagter Stunt. Nicht alles verlief wie geplant. Ein Superteam hinter den Kulissen der Highspeed-Welt.